Und seid damit wieder recht herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Anno 1602 Erschaffung einer neuen Welt. Und siehst du diesen Typ hier, die mit der Keule da? Das ist ein ganz fieser Typ. Weil wenn jetzt hier eine Marktkarre langkommt, dann schlägt er den Typen tot. Das ist richtig ekelhaft. Da kannst du nur mit dem Galgen eigentlich entgegenwirken. Vielleicht bauen wir da einfach mal welche hier. Einfach mal ein paar Galgen. Das schreckt nämlich solche Leute ab. Ist tatsächlich so. Das ist der Sinn und Zweck eines Galgens hier. So. Ja, sogar alles im Einflussbereich hier. Kostet uns zwar halt ein bisschen was, wie gesagt, aber naja. Okay, so als nächstes benötigen wir auf jeden Fall Kakao. Dann würde ich sagen, richten wir doch erstmal eine Kakaoroute ein. Boah, jetzt kriege ich richtig Appetit auf Kakao. Schön Kakao mit Sahne und so. Mm. Gerade im Winter sehr geil. Aber da muss er heiß sein. Am besten noch mit einem kleinen Schuss, naja, was man so mag, ne? Das könnte jetzt auch falsch klingen. Ein Schiff wurde fertiggestellt. Sehr schön. Huch, scheiße. So, erstmal ein paar Ballermänner drauf. So. Und dann von hier unten. Kakao. Ach da. Wupp und los. Bin ich mal gespannt, ob das schon ausreicht. Ich werde da aber relativ vorsichtig jetzt vorgehen. Ich mache hier erstmal ein Kreuzchen. Flitzpiepel, guck mal deine Hand unten an. Damit die mir hier nicht auf einmal anfangen, wild alles auszubauen. So, Kakao haben wir. Bürger freuen sich. Dann mache ich mal so. Tatsächlich. Da sind die ersten. Alter, jetzt! Leck mich am Sack! Alter, schon jetzt zwei gleich. Ey, ihr habt doch ein Rad ab, ganz ehrlich. Flitzpiepel, guck mal deine Handruten an. Boah, Nerv. Ich glaube, ich nenne meine Schiffe künftig alle irgendwie Fuck Pirates oder sowas. Moment. Moment. Ja, ich sehe das dann Vulkan. Oh, natürlich. Ich weiß, es gibt hier 100.000 Vulkane auf dieser Inselwelt. Aber es muss ja genau dieser sein, der ausbricht. Guck mal deine Hand unten an. Ein Schiff wurde repariert. Das ist toll. Piraten greifen euch an. Und lass doch meine Schiffe in Ruhe jetzt. Du Schwanz. Ah! Alter, jetzt wart's nur ab, mein Freund. Wart's nur ab. Deine letzte Stunde hat geschlagen. In Kürze. Auf diesem Channel. Und ich baue hier ständig Wegzippel, die ich gar nicht bauen will. Bauen will. Bauen will. Baumel. Ich hoffe, das haut alles hin hier. Lalalalalala. Ich habe eigentlich am meisten Bammel wegen der Nahrung. Erfolg wünscht eine Hochschule. Ja, nee, ja, so weit kommt's noch. Was mein Ziel erstmal. Guck mal deine Hand drunter an. Was mein nächstes Ziel erstmal. Erfolg wünscht ein Theater. Alter, was wollen die noch alles? Schiffsreparatur beendet. Den baue ich gern. Wupp, 160 Tonnen. Sehr schön. Vielleicht kaufen wir noch irgendwas vorsorglich ein. Ah, okay. Vielleicht kaufen wir noch irgendwas vorsorglich ein. Alter, es reicht. Es reicht, mein Freund. Piraten greifen euch an. Du! Ausrasten, ey. Oh. Schon langsam Gelenkschmerzen im Kiefer. Ständigen Aufregen. Alter, jetzt. Ich, ey. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Hand drunter. Ich nehme die so auseinander, dann kannst du mir was glauben, ne? Sobald wir die großen Schiffe haben. Ey. Der wird sich wünschen, dass er niemals gelebt hat. Der wird es sich sowas von wünschen, dass er niemals gelebt hat. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Hand drunter an. Ich will die große Werft haben.
Aber die kriege ich gerade noch nicht. Die wollen nicht... Was? Korn? Ach, Gott sei Dank. Ich habe schon gerade Panik bekommen. So, ich weiß nicht mehr, wie viel Kaufleuten man die große Werft bauen kann. Vielleicht ab 400? 450 vielleicht? Vielleicht ab 500? Ich weiß es leider nicht. Sobald wir die haben, werde ich erstmal wieder den Stopp-Knopf drücken. Vielleicht ab 500? Langsam. Ja! Große Werft, große Werft, große Werft, stopp! Oh, große Werft, große Werft, große Werft, große Werft. Groß. Große Werft. Ich will die große Werft. Die große Werft. Wo baue ich die denn nur hin? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich ganz gern... Ach ja, komm, das geht schon. Ich weiß nicht, ob ich die kleine Werft stehen lassen soll. Ah, war hier eh schon weggerissen. Ganz schlau. So, jetzt ist Krieg, mein Freund. Der Regen bleibt aus. Eure Felder verdorren. Ja, die Insel ist mir wurscht. So, das Schiff wird ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Aber es wird sich lohnen. Es wird sich lohnen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube, der Alkohol wird bald knapp werden. Können wir noch irgendwo Alkohol herholen? Ich glaube, es wird einiges bald knapp werden. Nicht nur der Alkohol. In Zweifel müssen wir halt tatsächlich hier, ne? Da haben wir dann leider keine Wahl. Boah, Tabak 100%, Zuckerrohr 100%. Es ist ein Traum, die Insel. Es ist ein Traum. Ich überlege echt, ob wir uns die Insel einfach greifen sollen. Aber jetzt gehen wir natürlich ein sehr großes Risiko ein. Aber was willst du machen? Wir brauchen die Ressourcen nun mal. Da kannst du nichts machen. Könnten theoretisch jetzt sogar schon auf die 100 Aristokraten kommen. Wenn wir jetzt richtig Gas geben, dann könnten wir es sogar hinbekommen. So, jetzt hier. Das ist Salat, mein Freund. Das ist richtig Salat. Boah, 14 Tonnen Kanonen. Das sagte mir zu, mein Freund. Es sagt mir zu. Okay, jetzt erstens die Stoffroute, weil das ist immer so die erste, die angegriffen wird. Ich weiß gar nicht, wie viel wir einlagern können. Ich glaube, eh nur 95 Tonnen. So. Wo ist die alte Stoffroute? Alte Fummelroute. Ich glaube, das ist die hier. Das sieht sehr danach aus. Wenn wir jetzt Stück für Stück die Routen ersetzen. Hier kannst du ja mal reinpacken. Die Reststoffe behalten wir jetzt einfach. Guck mal deine Handrouten an. Und das nächste Schiff nehmen wir dann für die... Oh, wir haben über 100.000 Gold. Sehr schön. Läuft. Denn wenn wir jetzt angegriffen... von Piraten angegriffen. Natürlich, immer auf die kleinen Schiffe, ne? Das ist ja... Größere Eier habt ihr nicht in der Hose. Aber wart's ab. Ah, die Werft ist ja jetzt da hinten. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handrouten an. Ein Schiff wurde fertiggestellt. Oh, Alter, der greift wirklich immer die kleinen Schiffe an, ne? Das ist so eine feige Sau einfach. So eine... Boah, jetzt komm her, hier, komm. Das gibt's richtig aufs Maul. Erledigt. So, den repariere ich aber trotzdem schnell. Und den hier, dem geben wir schon mal Kanonen. Schiffsreparatur beendet. So. Dann weißt du was, dann nehme ich den hier gerade für die Insel hier. Flitzpiepel, guck mal deine Handrouten an. Wie viel können wir da eigentlich einlagern? 4, okay, 85 Tonnen, das ist auch nicht so der Hype. So, erstmal so die wichtigsten Routen halt, ne, dass sie abgedeckt sind. So, den da sie schon mal weiterlaufen. Du hast dich erledigt eigentlich. Aber ich lasse den trotzdem mal kurz reparieren. Reicht schon. Die Holzroute werden wir auch noch austauschen. Nahrung, Stoffe. Ich parke die Schiffe mal da hinten. Die jetzt quasi so übrig geblieben sind. Das ist die Holzroute, ne? Ja. Eigentlich passt mir überhaupt nicht, dass hier hinten die Werft ist.
Oh, komm, wir sichern das Ganze mal ein bisschen ab. Oh, hier und da ein paar Türme, ne? So ein bisschen safer machen das Ganze halt. Dass, wenn die Piraten kommen, dass sie gleich jetzt aus dem Maul kriegen, so wie es sich gehört. Guck mal deine Hand an. Fällt übrigens auf, dass die Fische halt überhaupt nicht mehr verbunden sind und da schon seit 1000 Jahren wahrscheinlich niemand mehr die Nahrung abholt. So, hier haben wir ein bisschen Holz. Das können wir, glaube ich, mal einlagern. Fast komplett weg. So, haben wir noch Nahrung. Vielleicht können wir die auch noch einlagern. Das Volk bekommt kein Baumaterial. Ja, ist auch richtig so. Die Nahrung brauchen wir anscheinend gerade nicht. Stoffe mal gucken. Ja, Stoffe können wir aber ein bisschen gebrauchen. So, du bist Holzrute. Du bist Holzrute, mein Freund. So. Okay, dann bauen wir jetzt schon mal das nächste Schiff hier. So, mal schauen. Okay, Kakao müssen wir eventuell noch ein bisschen was machen. Ein Vulkan, oh ja, natürlich. Mein Lieblingsvulkan bricht aus. Hau mir bloß alles kaputt, damit mir ja nicht langweilig wird. So, ich muss mal gucken, dass hier auch die ganzen Wege alle noch da sind, weil die sind wichtig. Ohne die Wege kommt nämlich die Feuerwehr nicht mehr zu ihrem Ziel. Ich weiß gar nicht, ob es Wege gibt, die vom Vulkan nicht zerstört werden können. Fände ich aber sehr geil, wenn es sowas gäbe. So, was bist du für eine Route? Du bist hier Korn, okay. Das ist die nächste Route, die wir uns vorknüpfen. Mal ein Auge drauf haben hier. Was eigentlich hier mit Schokolade, sag ich schon, hier mit, hier, das ist I. Wir verkaufen natürlich relativ viel. Schätze ich mal. Ich glaube, ich nehme tatsächlich hier das raus. Dass der... So, dann soll der Gold verkaufen und gut ist. Und wir werden vielleicht noch mal ein paar weitere Kakaoplantagen irgendwie aufbauen. So, da ist das neue Schiff. Erstmal Kanönchen drauf. Musketen können wir ja jetzt übrigens... Das treue Volk will euch ein Denkmal setzen. Na, siehst du, ihr braucht da überhaupt keine Baumaterialien. So, Korn. Ich weiß gar nicht, wie viel da eingelagert werden kann gerade. Mal drauf achten. 30. Wären das mehr als 100 Tonnen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass es mehr als 100 Tonnen werden. Ich sehe da irgendwo... Eure Felder verdorben. Die übliche Insel, wo es mir wurscht ist. Wann das? Achso, Fischhütte. Okay, ich denke, das passt so. Mal so hier. Und auf geht's. Und wo ist das andere Schiff, was sich darum kümmert? Das kommt, glaube ich, da gerade angefloschen. Angefloschen. So. Die großen Schiffe sind natürlich auch deutlich schneller unterwegs, ne? So. Mach das mal so hier. Der hier hat noch ein bisschen Nahrung am Start, aber ich glaube, die werden wir hier nicht los. Ah, ich habe eine andere Idee, wo wir die los... Alter, jetzt lass mich doch das Schiff selektieren. Die können wir hier unten verticken. Weil der will eigentlich, glaube ich, immer Nahrung haben. Der ist nämlich nahrungsgeil. So, hier können wir mal einen neuen Kontor hinpacken. Zack. Wupp. Ja, komm hier. Wenn schon, denn schon. Okay, den können wir zurück in den Hafen schicken. Haben wir hier noch Stoffe? Die werden wir hier auch nicht los. Holz werden wir los. Ihr werdet von Piraten angegriffen. Ist das so? Na ja, gut, wir müssen aber trotzdem das Schiff reparieren gleich. Die sind schon ekelhaft, diese Piraten. Aber jetzt ist es wenigstens nicht mehr so, dass ein Schiff kommt. Bekommt kein Baumaterial. Ja, jetzt heul doch nicht rum, Mensch. Ist halt so. Musst du mitleben. So, aber die werden zum Glück nicht gleich urlahm und werden zum Glück auch nicht gleich komplett zerstört von einem Piratenschiff. Wir sind mit denen ganz gut dabei, muss ich sagen. Hey, du Flitzpiepe, guck mal deine Handelsrouten an. Ich werde jetzt eine neue Handelsroute gleich machen, meine Flitzpiepe. Und zwar für Holz. Ne, da brauchen wir noch ein Schiffchen.
Eine große Burg können wir jetzt machen. Wir können einen Musketen bauen und Goldschmiede bauen. Ah ja, hier, Denkmal, genau. Denk mal drüber nach. Theater, Hochschule. Ja gut, Platz 3 und so, den ganzen Quatsch können wir jetzt natürlich auch bauen. Wir haben jetzt momentan 525 Kaufleute. Was? Ah, Holz fehlt. Ja, toll. Holz fehlt. Haben wir noch? Das hier ist die alte Holzroute. Ich lasse sie noch einmal laufen. Dann sollte er nochmal einen kräftigen Schwung holen. Könnte aber auch mehr sein, ne? Welcher Vulkan ist... Ah, okay. Ach, immer diese Panik, dass genau dieser Vulkan ausbricht, der nicht ausbrechen soll, ne? Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Das war der Plan. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handdrucken an. So. Und dann machen wir das folgendermaßen. Zack. Und hier sammeln wir Holz ein und sammeln wir Holz ein und bringen das mal darüber. So, hier, und während der sich auf den Weg macht, schaue ich gerade nochmal, ob wir hier vielleicht... Ja, können wir. Sehr schön. Können wir hier auch? Ja, können wir. Sehr schön. Können wir hier auch? Ja, können wir. Sehr schön. Und hier haben wir schon. Und da haben wir schon. Und können wir hier auch? Nee, können wir nicht, weil Holz fehlt. Okay. Können wir halt nicht. Pech gehabt. Hier können wir auch. Geil. Sehr schön. Hier gefällt mir das besonders gut. Weil da können wir mehr Korn einlagern. Wobei, ich glaube, das bringt nichts. Der holt hier schon seine 66 Tonnen ab. Das geht ratzefatz. Okay, Alkohol geht tatsächlich runter. Das heißt, Alkohol ist auf jeden Fall mal unsere nächste Baustelle. Tabakwaren hätte ich eher gedacht, dass sie weniger werden. Aber zu meinem Erstaunen... ist das gar nicht mal so. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Alk schauen. Der hier ist selber total alkoholsüchtig. Verkauft auch nichts. Der hat auch so wenig Plantagen. Ich frage mich, wie der mit so wenig Plantagen auskommt. Also wir müssen ja ständig schauen, dass es alles irgendwie noch funktioniert. So, ich kill hier mal die Routen weg. Der hat noch Stoffe. Die wir überhaupt nicht brauchen. Schmeiß sie weg. Tut mir sehr leid. Ich weiß, sind Stoffe, haben Wert und so weiter, aber können wir leider nicht gebrauchen in dem Zusammenhang. Die alte Nahrungsroute. So. Jetzt bin ich ja echt am Überlegen, ob wir uns auf den Krieg vorbereiten sollten gegen die Blauen. Ich check vorher aber nochmal, ob wir irgendwo... Hier haben wir noch... Die Kakaoroute ist noch nicht ausgetauscht. Haben wir nicht ausgetauscht? Mir war so, als hätten wir da eigentlich... Ja gut, der hier... Na gut, der transportiert Gold. Da bin ich eigentlich auch so ein bisschen pingelig. Ey, du Flitzpiepel, guck mal deine Handrouten an. Die Insel, auf der hauptsächlich Holz ist. Wie machen wir das denn am besten hier? Mit dem Alk. Sollen wir die angreifen? Ich glaube, so stark sind die nicht. Ich glaube, sie sehen stärker aus, als sie tatsächlich sind. Wir könnten den ziemlich schnell den Stecker aus der Dose ziehen. Vermute ich jetzt mal. Wir brauchen eigentlich nur eine überschauliche Flotte von großen Kriegsschiffen. Eine angemessene Armee von vielleicht 20, 30 Kanonieren oder sowas. Und ich glaube, mit denen könnten wir das schon regeln. Das könnten wir schon damit gebacken kriegen. Ich hau hier mal ganz kurz die alte Burg weg und wir bauen mal die größere. Können wir die irgendwo zwischenquetschen? Ah, da packen wir eh nichts anderes mehr hin, schätze ich. Packen wir die hier hin. So, und dann haben wir hier nämlich auch ein paar mehr Plätze frei. Die Kanonengießerei schmeiße ich mal wieder an. Die werden wir jetzt nämlich dann bald mal brauchen, schätze ich. Vermute ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke mal schon. Eine weitere Kanonengießerei brauche ich noch dorthin. Und ich schätze auch einen Musketenbauer. Den packe ich nochmal dahin. Und hier baue ich auch noch einen. Bam, 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 bam. Boah, Alter, der braucht den übelsten Weg hier.
brauchen wir die Felder verderben vor Trockenheit. Oh Gott. Bitte nicht diese Insel. Die ist lebenswichtig. Und sofort wirkt es sich auf die Menge an transportierten Waren aus. So, wie sieht's denn? Boah, Alter. Steuertrigger und Betriebskosten, ne? Ja gut, wobei Heereskosten sind sehr gering, ne? Die Türme kosten ja auch Heereskosten, soweit ich weiß. Das sind einfach Heereskosten, die sind an sich tatsächlich sehr gering. Am höchsten sind die Betriebskosten. Wobei ich da gar nicht genau weiß, wo die jetzt herkommen, so hauptsächlich. Vermutlich hier. Wobei ist auch 5. Rauchschwaden ziehen durch die Gassen. Ein Feuer schwelt. Ach du Scheiße. Die Feuerwehr rückt nicht aus, da fehlt ein Weg. So, wie war das jetzt eigentlich mit dem Kakao? Kakao haben wir. Piraten haben das Feuer eröffnet. Ja, viel Spaß. Erledigt. Das ist unsere Stoffroute. So, den repariere ich aber trotzdem gleich. Aber jetzt können wir die wenigstens gleich umnieten. Das ist schon mal viel wert. Dass wir nicht permanent irgendwie die weiße Flagge hissen müssen und abhauen müssen und weiß nicht was. Sondern können wir die auch gleich umnieten und dann reparieren wir das Schiff und weiter geht's. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Schiffsreparatur beendet. So, weiter geht's. Na gut, ich würde sagen, für diese Folge bedanke ich mich erstmal. Alter, 36 Tonnen nur, ist ja noch die Hälfte von dem. Eieiei, oh, das sieht gar nicht gut aus. Zum Glück haben wir ein bisschen was auf Tasche. Ja, für diese Folge bedanke ich mich erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern ein Däumchen da. Ja, ansonsten hören wir uns oder sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge zurück bei Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt und vielleicht Zerstörung der blauen Welt. Wer weiß. Ich weiß es noch nicht, kann es noch nicht sagen. Es wäre eigentlich ein kluger Schachzug, um ganz ehrlich zu sein, weil diese Insel hier, wenn wir diese Insel hätten, dann easy. Dann wäre das überhaupt kein Problem mehr mit dem Auftrag, den wir erledigen sollen. Da wäre es wirklich überhaupt kein Problem mehr, weil dann hätten wir genügend Platz für unsere Ressourcen. Tabak, Alkohol, das sind so die zwei Hauptfaktoren. Für alles andere hier haben wir eigentlich genügend Platz. Gewürze können wir hier unten anbauen, ist überhaupt kein Thema. Nahrung kriegen wir auch gebacken, das wäre auch überhaupt kein Thema. Da können wir auch hier noch machen. Also ich glaube, es wäre schon fast die schlauste Idee, wenn wir die wirklich umnieten und... Naja, weißt du? Ich meine, guck mal, die Insel hier, da sind zwei Türme. Das ist überhaupt keine Geschichte. Die Insel hier. Das treue Volk will euch ein Denkmal. Drei Türme. Hier ein Musketier. Da ist, glaube ich, auch. Das ist ein Kavallerie-Typ. Das war es, glaube ich, auch schon hier. Da ist noch nicht mal ein Turm, das Gartner. Doch, hier ist ein Kanonier und das war's. So, da hat noch irgendwo welche hier. Nö. Noch ein Kanonier und das war's. Und ja, halt die Hauptinsel. Aber ich glaube, selbst die würden wir ziemlich zügig unter Kontrolle kriegen. Bin da eigentlich relativ sicher, was das betrifft. Naja, schauen wir es uns an in der nächsten Folge dann bei Anno 1602, Erschaffung einer neuen Welt. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal mit einem ganz recht herzlichen Dankeschön und einem See ya.